Herzlich willkommen, liebe Martina! Herzlich willkommen! Liebe Boschi, ich danke dir für diese unglaublichen Willkommensworte. Ich bin ja ganz gerührt. So schön, dass du da bist. Auch wenn ich die anderen nicht sehe, auch euch ein herzliches Willkommen. Ja, so schön, dass du da bist, liebe Martina. Freut mich immens, wirklich. Ich habe vorher schon gesagt, das ist mein absoluter Lieblingstag heute, weil du zu Gast bist. Du bringst immer mein Herz zum Strahlen. Und vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß, du hast super viel zu tun. Du hast ja dein schönes, erfolgreiches Leben schon, dein atemberaubendes Leben schon Realität werden lassen. Ja. Aber trotzdem hast du gesagt, nein, ich nehme mir jetzt die Zeit und bin jetzt da für die Mädels, für die Frauen, die da sind, da. Und dafür erstmal vielen Dank. Schön, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Jede Frau, die man auf einen erfolgreichen, selbstbewussten Weg mitnehmen und gewinnen kann, ist ein Gewinn. Yes. Für uns alle und natürlich für die Frau im Persönlichen einmal ganz klar. 100%. Magst du dich kurz mal vorstellen, liebe Martina? Ja, gerne. Ja, mein Name ist Martina Ertl. Ich lebe in Kärnten, in Klagenfurt. Und bin mit Herz, Seele und jeder Faser meines Körpers Lebensthemencoach. Habe eine eigene Methode entwickelt, wie man, hat mir gerade letztens eine Kundin gesagt, ich surfe jetzt auf meinen Gefühlen und auf meinen Gedanken. Ich habe es im Griff. Und wie man das sagt, das ist ein tolles Wellenreiten. Ja. Was natürlich sehr viel zur Verfügung stellt, wenn man seinen Emotionen nicht mehr ausgeliefert ist. Ja, magst du dazu noch ein bisschen was sagen zu deinem Expertenbereich? Jetzt war ich ganz auf dich eingestellt, auf deine Fragen. Ich begleite vor allem Frauen. Die Frauen sind immer die, die zuerst gehen, dass sie ihre beste Freundin werden nach diesem Programm, dass sie wissen, warum sie die sind, die sie sind und in welche Richtung sie sich auch weiterentwickeln möchten. Und gerade mit diesem Programm und mit dieser Methodik ist es dann ganz einfach, so nicht liebsame oder unliebsame Muster, Einschränkungen, auch Glaubenssätze ganz einfach verändern zu können. Und wow, zwar in eine Richtung, die einen unterstützt. Wenn man sich oft selber im Weg steht, ne? Wir stehen uns selbst im Weg und ganz oft mit Glaubenssätzen, Überzeugungen, Mustern, wo wir bei deren Entstehung ja gar kein Mitspracherecht hatten. Ich sage oft, wir sind bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns selbst kennenlernen, einfach ein Zufalls-Ich. Und erst dann kann ich sagen, so, und jetzt kann ich die Richtung gehen und alles von mir, meine ganzen Talente und Ressourcen erst wirklich mitnehmen, wenn ich die aus diesen Käfigen von Mustern und nicht behinderlich, also behinderten Glaubenssätzen herausholen kann. Wow. Und wir haben alle Talente. Alle haben wir Talente und unfassbare Ressourcen. Aber die sind so oft eingesperrt und wir wissen selbst nicht. Also ich selbst bin ja das beste Beispiel dafür. Ich war so lange eingesperrt und ich habe diesen Käfig definitiv gespürt und habe mich deshalb mit dem Coaching angefangen auseinanderzusetzen. Und ich hätte nie gedacht, welchen Weg ich einschlagen kann, weil begonnen habe ich als ganz kleines graues Mäuschen. Ja, dann so, wow, ich spüre dein Feuer, ich spüre dein Drive, so, so schön. Wow, Martina, du bist ja schon, also wir haben schon länger zusammengearbeitet. Ja. Martina ist eine Kundin bei mir, die hat beim Posture Mastery Programm mitgemacht. Und ja, erzähl mal, wie war denn dein Leben, bevor du zu mir gekommen bist? Ja, wie war mein Leben? Dazu muss ich sagen, ich bin 61 und man hat erst mit 58 bei mir entdeckt, dass ich einen Geburtsfehler habe, ja, in der Wirbelsäule. Und ich habe 4 Schrauben in der Wirbelsäule, ich habe eine neue Hüfte, ich habe auch da eine Operation und eine neue Bandscheibe bekommen, und ich habe also wirklich einen Leidensweg hinter mir und habe gedacht, irgendwann einmal werde ich im Rollstuhl landen. Ich habe zwar ganz tolle Physiotherapeuten und Therapeutinnen gehabt, Masseure, aber ich merke, es geht nichts voran. Und bei mir ist es immer schlimmer und schlimmer geworden. Und ich war wirklich verzweifelt.
weil ich gedacht habe, wo wird das enden? Ich bin jemand, der gern Sport macht, der gern sich bewegt. Ich habe auch einen Hund, mit dem ich gern in den Wald gehe. Und ich habe diese Fälle definitiv dahinschwimmen gesehen. Und damals war ich ja noch bei BNI, das ist ein Unternehmernetzwerk, ein internationales. Und Boschi, da bist ja du als Gast gewesen. Und wie du dich vorgestellt hast, haben wir gedacht, oh, das ist interessant, was diese Frau sagt. Und danach haben wir uns unterhalten und ich habe dir ein paar Fragen gestellt, wirkliche Fachfragen, weil man muss seinen Körper gut kennen, wenn er solche Baustellen hat. Und du hast diese Fragen ja mit einer hohen Kompetenz beantwortet. Dann habe ich mal gedacht, das ist aber schon sehr interessant, das können und kennen nicht viele. Und dann habe ich dir auch erzählt, welche Baustellen ich habe und du gesagt hast, ja, du wirst mich individuell begleiten. Und das hat mich, muss ich sagen, wie lange kennen wir uns jetzt? 1,5 Jahre, 2 Jahre? Ich weiß es nicht. Ja, gute 1,5 Jahre auf jeden Fall. Das haben wir schon dabei. Und das hat mein Leben total verändert. Also, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, aber ich würde euch gerne mein Specialized, mein Mountainbike zeigen. Ich kann Mountainbiken, immer natürlich vorsichtig, ja, weil mit so viel Beilagscheiben springt man nicht mehr über Wurzeln und Baumstämme, aber ich bin mit dem Rad unterwegs, ich kann wieder wandern, weil ich wohne so schön direkt am Waldrand. Das ist alles wieder möglich. Und das muss ich wirklich sagen, das kann ich dir verdanken, Boschi. So schön. Und natürlich auch ja, unserer beider Konsequenz, da dran zu bleiben. Das war das, was schwierig ist, diese Dinge. Ich habe immer gesagt, ja, dann mache ich das alleine, weil wir haben Fitnessraum im Haus. Das habe ich nie gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Und vor allem, was auch ganz gefährlich ist, mit dem Körper Dinge falsch zu machen. Und überhaupt, wenn man schon Schmerzen hat oder die ein oder anderen Wehwehchen, man kann so viel falsch machen. Habe ich auch gemacht. Ich war ja im Fitnessstudio viele Jahre, bevor ich wusste, was ich habe. Und ich habe da einfach auch definitiv Dinge falsch gemacht, die meiner ganzen Geschichte nicht förderlich waren. Oh, okay. Und was ich eins sagen muss, ich kann ja die Übungen nur im Liegen machen. Also wir haben es ja zuerst im Sitzen gemacht und dann habe ich gedacht, das ist so anstrengend, ich bin danach, tun mir die Sachen nicht gut. Und dann habe ich gesagt, Boschi, können wir das anders machen? Und sagt sie, überhaupt kein Problem, wir können jede Übung auch im Liegen machen. Und seitdem arbeiten wir im Liegen und ich kann euch sagen, ich habe ein Muskelkorsett, das ist wirklich toll. Ja. Muskeln aufgebaut und ja. So schön. Ganz wichtig, was du angesprochen hast. Du hast gemerkt, erstens, wenn ich nicht tue, wird es immer schlimmer. Ja, das ist so wichtig, dass man wirklich was unternimmt und nach Lösungen sucht. Und du warst auch auf der Suche, du hast gesagt, du warst beim Masseur, beim Physiotherapeuten, gell? EMS-Training macht, das ist irgendwann einmal, das ist das mit Stromunterstützung, das habe ich dann nicht mehr machen können, weil die Muskulatur und die Bandscheiben, das hat sich dann alles so verkrampft, das hat nur noch geschmerzt. Dann war ich aber schon ziemlich eben auf der Suche, wo kann ich hingehen? Und was ich gemerkt habe, ist, der tollste Physiotherapeut, die tollste Physiotherapeutin können etwas nicht machen, nämlich die Muskeln stärken. Das müsst ihr definitiv selbst in die Hand nehmen. Und ja, EMS war nicht mehr möglich, Fitnessstudio war nicht mehr möglich. Und da hat mir die Vorsehung, das Schicksal wirklich dich geschickt, bevor ich einfach gar nicht mehr gehen konnte. Und Wahnsinn. mich nur noch auf Stecken und auf Krücken aufrechterhalten konnte. Und ja, und du gehst total auf mich ein, auf alle meine Einschränkungen. Und ich muss sagen, wir haben das wirklich also super hingebracht, super hingebracht. Und natürlich hat das auch eine Rückwirkung auf meine Familie, weil mein Mann, der gerne reist, hat gesagt, ja, dich werde ich dann im Rollstuhl schieben oder gar nicht mehr mitnehmen können. Wahnsinn, ja. Und ja, längere Sachen nehme ich meine Walking Sticks, aber ich kann gehen. Und wir haben jetzt gerade 3 Wochen in Kanada verbracht, wo wir wirklich sehr, also jeden Tag gigantisch viel unterwegs waren. Und das hat alles super funktioniert. Wow. Und ich habe gedacht, ich werd sterben, ich werde solche Schmerzen haben. Nein, war nicht. Ja, schön. Weil ich wirklich ein sehr, sehr gutes Muskelkorsett habe. Ja. Und weil du, wie du gesagt hast,
dass du es gezielt aufgebaut hast, die Muskeln und Ja, nicht genau. nur Ganzkörperübungen und alles Mögliche, sondern wirklich gezielt da, wo du es brauchst, weil jeder Körper ist ja anders. Ja, Also jeder Körper ist die anders. individuelle Begleitung ist wirklich, Die ist ja. absolut wichtig. Und du weißt ja, angefangen haben wir, da hat ja Corona begonnen und wir haben über Zoom angefangen und da war ich noch so, wird das mit Zoom gehen? Wirst du da wohl auch sehen, was ich mache, falsch mache, richtig mache? Bestens funktioniert. Nach Corona oder mitten nach oder nach der ersten Welle haben wir uns ja dann in Klagenfurt, da warst du ja noch in Klagenfurt, persönlich getroffen. Und ich muss sagen, natürlich war es schön, dich drücken zu können, aber es hat das Training an sich, ob Zoom oder nicht Zoom, war kein Unterschied. Und du schaust ganz genau, was ich mache. Ich muss sagen, es ist echt immer so lustig, weil da denke ich mal, sie sieht genau, ob ich die Hand jetzt etwas geknickter oder nicht geknickt halte, ob ich die Schultern nach unten ziehe oder nicht nach unten ziehe, die Hüften auch übereinander stehen oder auch nicht. Sie sieht das alles. Also, da hast du wirklich ein Vergrößerungsglas auf mich. Ja. Ja, viele haben nämlich die Befürchtung, sagen, wie machst du das, sag mal, online, da siehst du mich gar nicht oder da kannst du mich gar nicht so führen, ne? Kann ich gut verstehen, hatte ich auch, aber ich kann euch wirklich nur sagen, euch allen, die da noch einen Zweifel haben, ihr braucht keinen haben. Und ich habe wirklich auf mich schauen müssen, weil ich gewusst habe, ich kann mir mit meinen Baustellen im Körper nicht leisten, dass die Trainerin, die Boschi in dem Fall, etwas nicht sieht und ich falsch mache. Und das ist nicht so. Also es ist wirklich alles. Wir hatten gerade heute wieder unser Training und sie hat mich bei vielen Sachen wieder erwischt und aufgeklatscht. Ja, war schön. Und du hast doch erwähnt, du hast alleine viel probiert. Was hast du denn da probiert? Kannst du dich noch erinnern, was du da alleine probiert hast? Meist an den Übungen. Ja. Oder ja, also ich habe dann, wie gesagt, einen Fitnessraum in meinem Haus und ich habe dort alle Geräte drinnen oder so ziemlich alle Geräte. Und ich hab viele Sachen falsch gemacht und ich habe auch zum Beispiel vor Jahren, vor 5 Jahren oder 6 Jahren, hatte ich einen Armbruch und da war bis zur Schulter alles eingegipst und natürlich habe ich dann so am Laptop geschrieben und habe mir dadurch auch meine Rotatorenmanschette kaputt gemacht. Und ich konnte ganz viele Alltagsübungen mit der Schulter gar nicht mehr machen. Dadurch habe ich dann auch das Training vernachlässigt, weil mit Schmerzen machst du es nicht mehr. Und jetzt bei unseren Übungen merke ich, und wir machen ja wirklich die verschiedensten Übungen, also ich habe gar nicht gewusst, dass man so viele Muskeln im Körper haben kann und wie viele Übungen es für all diese Muskeln gibt. Also wir machen alles durch. Ich kenne Übungen, ich kann euch sagen, das ist unfassbar, was die Bursche da alles an Übungen parat hat. Und wirklich, meine Schulter hat sich wieder absolut, ja, normalisiert. Also die ganzen Muskeln, oder viele Gelenke, kleine Sachen, die da drin kaputt gemacht habe, haben einfach die Muskeln jetzt übernommen. Und ich habe keine Schmerzen mehr bei meinen Alltagsgeschichten und auch nicht beim Mountainbike-Fahren. Wow. Also du kannst deiner Leidenschaft wieder nachgehen, deine Freizeitaktivitäten. Wow. Und mir war Sport so wichtig, weil etwas, was ich nicht mehr mache, ist Skifahren, weil mit so viel Schrauben und künstlichen Gelenken und Bandscheiben brauche ich keine Stürze mehr riskieren. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass ich andere Sportarten machen kann und dass wir auch jede Woche unser Training haben, weil danach bin ich einfach so gut drauf. Da bin ich Ja. wirklich gut drauf. Und ja, und was ich sage, kann die Boschi motiviert einen auch. Lob, ich gebe natürlich für mich das Beste, aber ganz oft gebe ich das Beste, nur damit sie mich lobt. Okay. Jetzt weiß Wow, bam und so. Ja. Toll. Ja, was du auch angesprochen hast, was so, so wichtig ist, dass man das eben kontinuierlich macht und nicht Unbedingt, kurz. unbedingt. Also Ja. das ist wirklich ein absolutes Muss, weil egal was du tust, wenn du es nicht
nicht regelmäßig machst, das ist ja das, was ich gemacht habe. Okay, mache ich alleine zu Hause im Keller. Ja, dann ist es Montag, findet jetzt nicht statt und am Dienstag auch nicht, weil dann hat man was vor. Man macht es eher Mittwoch, am Mittwoch macht man es auch nicht. Und dann sind 14 Tage vorbei und es ist nichts passiert. Und ich liebe ja auch Sprüche und so. Und einer der Sprüche ist also, wenn du aufhörst, vorwärts zu gehen, fällst du zurück. Also du bleibst nicht nur stehen, sondern du fällst zurück, ja. Und die Muskeln bilden sich zurück und wollt ihr mal sehen? Also, jetzt nicht zeigen. Es ist wichtig, dass die Muskeln, und ich meine, mittlerweile bin ich 61, ja. Und es ist wichtig, dass wir unseren Körper bei Zeiten die Aufmerksamkeit geben, dass wir, wenn wir älter werden, einfach wirklich voll funktionstüchtig sind. Weil nur dann macht das Leben Spaß. Wenn man sich die Beweglichkeit behält. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich fürchterlich. Also ich konnte nicht mehr, kaum mehr kochen, weil ich konnte nicht mehr stehen in der Küche, Wäsche aufhängen. Es war alles nur noch schmerzbegleitet. Und dann gehst du wirklich in die Verzweiflung, weil du denkst, ich kann überhaupt nichts mehr machen. Du kannst nur noch sitzen und jede Bewegung ist Schmerz. Und das ist nicht mehr der Fall. Und auch, ich denke mal, du wirst ja nicht viel solche Baustellenpatienten wie mich haben, aber alleine, dass man, weil ich hab immer Fitnessstudio gemacht oder immer etwas für meinen Körper getan. Und das ist ganz wichtig, auch wenn man gesund ist, dass man seinen Körper, wir werden älter, die Muskeln bauen sich schneller ab, dass wir immer was tun. Das ist Ja, ganz use wichtig. it or lose it, ist Ja, das. genau. Und das ist auch etwas, was ich natürlich auch durch meinen Beruf gelernt habe. So wie du es heute ja schon gesagt hast, mich an erste Stelle zu stellen. Meine Familie hat nichts davon, wenn es mir nicht gut geht. Die leiden wenigstens drunter, ja. Und wenn es War mir das schon immer so, dass du dich an erste Stelle gestellt hast? Alles andere hatte Vorrang, nur ich nicht. Ich war es mir nicht wert und ich habe mir auch gedacht, nicht nur, ich darf es mir nicht wert sein. Alle anderen sind wichtiger als ich. Aber ich muss sagen, auch mit dem Coaching natürlich haben sich diese sehr einschränkenden Glaubenssätze, und das sind meistens die Glaubenssätze von Frauen, die haben sich natürlich verändert. Und mit dieser Arbeit war dann natürlich auch so, dass ich mir auch die Zeit herausgenommen habe, damals schon mir Zeit für Sport und für mich herauszunehmen. Und mal darf 5 oder 7 gerade sein, es ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig. Aber Wenn man, meine, für mich war wichtig. wenn wir schon beim Thema Zeit sind, viele kommen zu mir und sagen, ich habe doch keine Zeit, ich habe so viel zu tun und das und jenes zu tun. Wie viel Zeit ist es denn im Endeffekt, was du in dich investierst? Wenn das täglich, also wir zwei haben ja täglich, sage ich, zweimal in der Woche 1 Stunde, die ich liebe und für nichts mehr aufgebe, danach bin ich ja schon süchtig. Aber ich gönne mir immer wieder zwischendurch, dass ich mich hinlege, dass ich eine Zeitung lese. Das ist nichts, aber aus dieser Zeit nimmt man so viel Regeneration und ja, mit heraus. Es Und ist diese. ja Wahnsinn, was man danach alles mehr schafft, gell, wenn man sich die Viel Zeit mehr. Aber wenn man, ich weiß das selber, ich war in diesem Rad drinnen und irgendwann hört man auf zu denken und sagt, na, es geht ja gar nicht anders, ich muss, ich muss, ich muss. Und viele meiner Kundinnen natürlich auch immer dieses, ich muss und im Rad drinnen sein. Und wenn wir das auflösen und sie sind, ja, also mir bleibt ja sehr viel mehr Zeit. Und dieses, also ich muss sagen, es gibt keine einzige Frau, egal mit welchem Lebensthema sie kommt, wo es auch nicht darum geht, dass sie Zeit für sich haben sollte. Und 1 Stunde kriegen wir immer heraus. Ja, Immer. das Das ist ist alles total. eine Frage, wie man, Ja, wie man welche damit man das umgeht. sieht und ja. Und es ist die Bedeutung, die wir den Dingen geben und den Blickwinkel, den wir auf Dinge haben. Ein sehr plakatives Beispiel ist ja immer, ist das Glas halb voll oder halb leer? Die Wahrheit liegt immer dazwischen. Wir können uns immer entscheiden,
auf welche Seite schaue ich und denke ich was Unterstützendes oder denke ich etwas, was mich hinunterzieht? Und wenn ich natürlich denke, ich habe keine Zeit für mich, erstens mache ich mich klein, nehme mir selbst den Wert, das tut schon weh, das merkt man gar nicht mehr. Und in weiterer Folge, wenn wir uns die Zeit für uns nicht nehmen, ja, dann gibt es körperlich, seelisch einfach so viele Mankos und ja, Löcher tun sich auf. Ja. Weiß ich aus eigener Erfahrung alles. Ja. Und du hast auch erwähnt, du redest immer von dir, ich habe so eine Baustelle. Und viele Frauen, mit denen ich rede, die sagen auch, ich bin ja eine einzige Baustelle, sozusagen ein hoffnungsloser Fall übersetzt. Wie war das bei dir? Hast du auch gedacht, ich bin ein hoffnungsloser Fall, es gibt keine Lösung mehr für Ja, mich? natürlich, natürlich. Nachdem Fitnessstudio nicht mehr möglich war, EMS nicht mehr möglich war, ich nur noch Schmerzen hatte, habe ich gedacht, das war's jetzt. Und egal, welche Physiotherapie ich gemacht habe oder welche Massage, es hat ja nichts, es hat ja nichts geholfen. Es war kurzfristig, okay, danach war es gut, ja. Aber nach 2 Stunden waren die Schmerzen wieder da. Und Ja. ich war wirklich verzweifelt. Ich war wirklich verzweifelt. Und wie wir uns dann getroffen haben, dann war das so, ich musste dich sofort danach sprechen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kannst du mir helfen. Und du hast mir dann für diese für mich wichtigen Fragen beantwortet und ich habe mir gesagt, egal was, ich buche diese Frau jetzt aber zumindest für 3 Monate, dann kann ich sagen, bringt's was, bringt's nichts. Und mittlerweile sind es was 1,5 Jahre. Ja. Ich will mich nicht mehr aufgeben. Und du bist es einfach wert, weil es ich mir wert bin. Und, ja. Ganzen Verspannungen sind weg. Also wenn du es in dieser, wenn du so schief auf die Welt gekommen bist wie ich, du hast permanent Verspannungen. Und deswegen hat es mir da die Bandscheibe vor 20 Jahren heraus, in der Nacht herausgerissen. Solche Verspannungen hatte ich, ja. Ja. Dadurch, durch die Verschraubungen, durch die Hüfte. Da passt ja nichts mehr zusammen. Ich hatte solche Verspannungen. Habe ich nicht mehr. Habe ich alles nicht mehr. Was ist das für ein Gefühl? Wenn man wirklich von sich sagt, man hat eine Baustelle und es dann so viel besser ist, das ist wie neugeboren sein und dann hat man auch eine unglaubliche, jetzt bin ich gerade gerührt, was das bedeutet, wenn man sich einfach wieder gesund fühlt. Gesund und voller Kraft. Das ist unfassbar schön. Unfassbar schön. Ich habe Gänsehaut auch. Du berührst mich total, Mai. Wenn man das, wenn alle, die jetzt vielleicht zuschauen und wissen, was körperliche Einschränkung bedeutet, dass das ja auch eine Lebenseinschränkung ist oder Lebensqualitätseinschränkung ist, auch Lebensfreude einschränkt. Und schmerzfrei zu sein, voll beweglich zu sein, in seiner Kraft zu sein, bringt dir auch wieder die Freude zurück. Das heißt, 100%. wenn der Körper gut ist und das Mentale gut ist, dann ist man in seinem hundertprozentigen Potenzial. Und wie gesagt, mental allein genügt nicht, man muss den Körper mitnehmen. Weil ich würde sagen, mental arbeite ich ja seit 20 Jahren in dem Beruf, seit 40 Jahren mit mir selbst. Also mental, würde ich meinen, war ich immer gut beisammen, aber körperlich nicht. Und was das nochmal für einen Unterschied macht, auch körperlich gut beisammen zu sein, das ist, also mental und Körper auf einer Ebene, das hat was. Das hat definitiv was, ja. Wow, bist du uns unstoppable, ja? Ja. Aber ich Hat sich das auch ausgewirkt auf dein Business, wie du arbeitest? Natürlich, weil habe ich früher nur ein paar Leute haben können, weil ich nicht mehr sitzen konnte vor lauter Schmerzen, ist das jetzt kein Problem mehr. Ja, manchmal an manchen Tagen musste ich meine Kunden überhaupt absagen, weil ich nicht sitzen konnte. Und jetzt kann ich ganz problemlos meine Tage in der Praxis verbringen oder eben auch online. Aber das ist nicht gegangen, ja. Ja. Das Und möchte ich noch auch, wie ja. du, auch wenn man, wenn du wieder versuchst, kreativ zu sein oder ein Programm zu machen oder was auch immer,
mit Schmerzen, da ist ja dein Gehirn belegt. Das ist ja zu 100% belegt. Du kannst nicht kreativ sein, du kannst nicht gut nachdenken, du kannst nicht frei sein im Kopf, wenn du Schmerzen hast. Ständig abgelenkt. Ständig abgelenkt. Und sowas wie Verspannungsschmerzen, an das gewöhnt sich das Gehirn ja fast, aber es ist trotzdem da und als Einschränkung merkbar, bemerkbar, wenn auch leider nicht immer spürbar, weil sich das Gehirn ja an solche Sachen gewöhnt, weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Und wenn du es dann nicht mehr hast, plötzlich denkst du, wow, was ist denn alles an Möglichkeiten da? Ja, und es ist ja auch krass, wie sehr sich deine extremen Verspannungen auf die Wirbelsäule ausgewirkt haben, dass da dann die. Unglaublich, unglaublich. Hat mich ja noch mehr in Schieflage gezogen. Die Ja, auch Schrauben. mit der Bandscheibe. Alles, ja. Weil sie so, also die Frauen, mit denen ich spreche, so viele, die untergraben das Ganze. Die sagen, ich habe extreme Verspannungen, aber ist nicht so schlimm. Und je länger man zuwartet, umso schlimmer wird es, weil ja dann die Sachen sich strukturell äußern. Also das ist dann nicht mehr nur eine Verspannung und so weiter, sondern das manifestiert sich dann ja wirklich im Körper und bleibt dann oft einmal als Struktur zurück. Ja? Und da haben wir ja wir beide sehr lange arbeiten müssen, dass wir das wieder reversibel machen. Und deswegen so früh als möglich anfangen, dem entgegenzuwirken, damit sich genau solche Sachen nicht ja, im Körper wirklich manifestieren und betonieren, könnte man fast sagen. Ja, wow. Ja. Ja. Und was auch schön ist, muss ich sagen, ist, was ich so merke, gerade bei Bewegungen, gerade beim Mountainbiken, beim Spazierengehen oder auch so bei alltäglichen Geschichten, wie ich merke, dass mein Körper gelernt hat, diese Muskeln, ja, wo ich dann was anspanne, schon automatisch, damit ich mir bei bestimmten Bewegungen einfach leichter tue oder nicht alles auf die Wirbelsäule oder auf die Hüfte oder irgendwo auf ein Gelenk geht. Das spüre ich sofort. Der Körper macht gewisse Dinge schon automatisch. Und ich weiß, früher bin ich immer so am Rad gesessen, so am Lenk. Der Kopf war so drin wie bei einer Schildkröte. Und ich habe jetzt wirklich gemerkt, Latt ist alles fest und Schultern und ich sitze aufrecht. Und dadurch belaste ich ja schon die Halswirbelsäule nicht mehr so. Das sind Sachen, wenn man das aufhört, da habe ich dann eine unglaubliche Freude. Ja, schön. Wow. Und war das der Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich was für mich, diese Entscheidung in dich zu investieren? War das einfach für dich oder wie war das? Oder hat dein Kopf rebelliert? Oder hat denn, warst du da, ja, das mache ich jetzt? Also die Entscheidung, zu dir zu kommen, ist relativ schnell gefallen. Und natürlich hat der Kopf einmal auch rebelliert, aber ich habe gesagt, wie lange will ich denn noch warten? Jetzt weiß ich, Fitnessstudio ist nichts, mache ich auch viel falsch. Der Physiotherapeut ist nicht die Lösung. Ich selber tue es nicht. Und irgendwann hat auch der Kopf gesagt, ja, mache es. Und ich, wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Ich möchte nicht wissen, wo ich heute wäre, wenn wir nicht das Training hätten. Und alle an all diejenigen nochmal, die glauben, sie sind eine Baustelle und ein hoffnungsloser Fall, gibt es niemals die Hoffnung auf, ja? Na, wirklich die Hoffnung aufgeben. Es braucht einfach jemanden, der sich ja auf dich einlässt und dich wirklich begleitet. Und das tust du. Und was anderes hätte ich jetzt auch nicht mehr für mich gewollt. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, da war ich mir auch zu wichtig und dazu habe ich ja schon viel zu viel andere Sachen ausprobiert, dass ich sage, das brauche ich nicht, wo ich mir wieder selbst überlassen bin. Irgendwo bei irgendwem. Das interessiert mich nicht mehr. Also du warst schon an dem Punkt, wo du gesagt hast, ich werde jetzt voll in mich investieren und das mache ich jetzt, Ja, no ja. matter what, sozusagen. No matter what, ganz genau, ganz Ja. genau. Ja, wow. Schön. Gab es irgendeinen Glaubenssatz, der dich ermächtigt hat, die Entscheidung zu treffen auch? Ja, das ist, den hast du heute eh schon gesagt, auch einer meiner Lieblingssprüche, wo ich gewusst habe, ich kann nicht immer wieder das Gleiche tun und ein anderes Ergebnis erwarten. Ja? Ja. Ich kann nicht Karotten sehen, aber Kartoffeln erwarten. Das ist, und wo ich gesagt habe, ich kann nicht das Gleiche tun, was ich bisher getan habe,
und erwarten, es wird schon besser werden. Mhm. Was wir ja auch oft sagen, kenne ich von mir selbst und vor allem auch von meinen Kundinnen und Kunden, die sagen, wenn man fragt, wie geht's, naja, momentan geht's nicht gut. Aber wenn du dann Leute triffst, wie geht's, dann sagen sie nach 1,5 Jahren noch immer, momentan nicht gut. Das heißt, wir reden uns selbst etwas ein, erfinden diese Geschichte, momentan geht's uns nicht gut, dabei geht's uns schon lange nicht gut. Ja. Wenn wir das nicht in die Hand nehmen, dann wird's uns eben nie besser gehen. Ja. Und da weiß ich, das lasse ich mit mir nicht mehr zu. Also da greife ich früh genug ein und ja, und die Wahl fällt ehrlich gesagt auf mich. Ja, ja, genau. Sehr ich gut. Bin mir das Gott sei Dank heute wert und das tut richtig gut, dass ich mir das wert bin, weil ich weiß, wie das sich das auch angefühlt hat, als ich es mir noch nicht wert war, wo ich mir viele Dinge nicht wert war. Und das ist heute so nicht mehr. Schön. Hattest du auch irgendwelche bestimmte Ängste oder so, die aufgekommen sind, bevor du dann in mein Programm gekommen bist? Ja, das sind, glaube ich, immer diese üblichen Ängste. Wird es funktionieren? Wird Ja. es klappen? Wird es mir das jetzt wirklich bringen? Wird es mir wirklich helfen? Und ich glaube, wenn ich jetzt so zurückdenke, dass das eigentlich eine der größten oder die größte Hürde war, wo ich mir vielleicht noch überlegt habe, soll ich buchen, soll ich nicht buchen, weil das so im Hintergrund steht, vielleicht klappt es nicht. Mhm. Aber ich kann nur sagen, wenn man das konsequent macht, ja, und man wirklich so gut begleitet ist und wirklich die Übungen individuell bekommt, dann kann es nur klappen. Also ich, Baustelle, bin das beste Beispiel dafür. Es kann nur klappen. Genau. Es ist so wichtig, dass man wirklich jemanden an seiner Seite hat, der sich Zeit nimmt für dich, der individuell auf dich eingeht. Ja, und absolut. Absolut. Ja. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, Martina. Was sagst du denn zu den Menschen, die noch zögern, die sagen, ah, ich weiß nicht, vielleicht soll ich doch noch mal alleine probieren oder vielleicht soll ich doch noch mal noch warten, vielleicht wird es irgendwie von selber weggehen. Was sagst du zu diesen nicht, Menschen? Tut es nicht, weil natürlich habe ich auch Kundinnen, die sagen, na, ich warte noch und ich probiere es noch mal alleine. Wenn wir es alleine könnten, dann wären wir ja schon längst so anders, als wir meistens sind. Und du brauchst ein anderes Wissen, andere Gedanken, um ein anderes Können, um woanders hinzukommen. Aber das kann man nicht. Ich meine, ich werde nie diese Spezialistin sein, die du bist. Ja? Und du bist vielleicht auch nicht die Spezialistin, die ich bin. Deswegen muss man sich einfach da auch die beste Hilfe holen, die das am besten weiß, weil natürlich gibt es billigere Sachen. Das war auch das EMS-Training billiger oder ins Fitnessstudio zu gehen. Aber da habe ich mir eigentlich nichts Gutes damit getan. Und etwas, was wirklich hilft, ja, darf auch seinen Preis haben. Natürlich ist das klar so. Aber ich alleine, ich hätte weder die Konsequenz noch das Wissen und es hätte sich gar nichts verändert. Gar nichts. Wahrscheinlich wäre es schlimmer, weil ich nichts getan hätte und das, wenn ich was getan hätte, vieles auch falsch. Das habe ich ja kurz gemacht, eine kurze Zwischenzeit, bevor ich dich getroffen habe, zwischen EMS und dir habe ich ja auch alleine in meinem Keller gearbeitet. Das war, danach ist es mir nicht besser gegangen. Ich habe zwar abhaken können, aber besser gegangen ist es mir nicht. Aha. Also das habe ich dann schon gelernt, ich kann es nicht. Ja, das ist ja auch der Grund, warum viele dann auch aufgeben, weil sie keine Resultate sehen. Es tut sich ja nichts. Es hat sich gar nichts getan. Ja. Ja, und aber wenn ich denke, mit welchen Übungen du immer wieder noch auftrumpfst und dich erstaunst, und ich, echt? Das geht auch. Was, den kleinen Muskel können wir mit der Übung auch noch erreichen? Das ist faszinierend. Und ja,
Und ich möchte mich aber da in dieses Gebiet auch gar nicht einlesen. Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte dafür die Zeit auch gar nicht investieren. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht mein oberstes Interessensgebiet, aber ich möchte jemanden, der mir das zeigt und mit mir das machen kann. Ja, soll ja auch so sein. Du in deinem Expertenbereich Genau. Vollgas Genau. und jeder da, wo er seine Stärken hat. Genau. Ja. Und dass wir uns erlauben, uns die beste Unterstützung zu holen von denen, die es besser können als wir. So ist es. Genau. Ja, das Genau. hast du gemacht. Das finde ich, das ist eben das, wo wir auch das lernen dürfen, dass wir sagen, ich stelle mich an erster Stelle, ich hole mir die beste Unterstützung jetzt, weil wenn ich nichts mache, dann wird es immer schlimmer und ich brauche jemanden, der mich langfristig begleitet. Genau. Ja, weil alleine schafft man es Und nicht. ich habe mir schon überlegt, dass ich sage, okay, das eine oder andere brauche ich nicht wirklich, aber dafür investiere ich lieber in dieser Hinsicht in mich, sprich, ich nehme die beste Begleitung für meinen Körper. Weil da kann man unheimlich viel kaputt machen. Unheimlich viel. Ja. Willst noch so Abschlussworte an die Zuhörer senden? Ein paar Abschlussworte. Ich kann ja sagen, wirklich, tut euch wirklich was Gutes und bucht zumindest einmal diese 3 Monate bei der Boschi und schaut es euch an, wie es euch damit geht. Schenkt euch das. Und ja, ich habe mir sogar zum Geburtstag, zu Weihnachten von meiner Familie auch Boschi schenken lassen. Okay. Genial. Ja. Weil das ist wirklich für mich ein hochwertiges Geschenk. Das ist etwas, was ich brauche, womit ich viel anfange. Das heißt, wenn man das wirklich möchte und sich das wert ist, man kann es sich ja auch schenken lassen. Und nicht nur von einer Person, da dürfen ja auch mehrere zusammenlegen. Ja, Martina. Und ja, ihr Training ist für mich das Beste. Und ich habe, könnt ihr mal glauben, ich habe schon sehr viele Trainings ausprobiert. Auch Ja, was das. mir so am Herzen liegt, ist, dass Frauen endlich beginnen, ja, in sich zu investieren, dass sie sich die Sachen, die ihr Körper, die Signale, die ihr Körper ständig sendet, an Schmerzen, an Verspannungen, dass sie das nicht, ja, einfach sagen, ja, passt schon, habe mich schon dran gewöhnt, ist nicht so schlimm. Das ist mir wichtig, dass ich das, das möchte ich ja an die Frauen bringen, dass sie sich an erster Stelle stellen, dass sie diese Signale ihres Körpers ernst nehmen und was tun, ins Tun kommen. Ob das jetzt bei mir ist oder bei jemand anderen, ist zweitrangig, aber dass wir in unserer absoluten Stärke kommen, weil wir danach so viel mehr geben können, ja? Genau. Und wir müssen nicht leiden, weder, sage ich jetzt, emotional, wo ich die Expertin wäre, und auch nicht körperlich. Und wir leben alle in einer Region, wo wir uns das heute wirklich möglich machen können, auf uns zu schauen. Und ja, wenn wir, wie gesagt, körperlich und mental gut aufgestellt sind, dann haben wir eine komplett andere Lebensqualität. Und wir haben uns viel zu sehr daran gewöhnt und glauben noch immer, wir müssten jetzt emotional oder körperlich leiden. Müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Und dann können wir wirklich Sachen vollbringen, man glaubt es nicht. Yes. Und diese Lebensqualität, die man dann hat, wenn es einem mental gut geht, wenn es einem körperlich gut geht, das ist, ja, also ich würde das für nichts mehr auf der Welt hergeben. Und da ist mir wirklich alles etwas wert. Ja. Martina, du Sonnenschein. Vielen Dank, dass du heute da warst. Das Danke dir, es ja, hat mich sehr gefreut. Und ich mein. hoffe, dass ich die eine oder andere Frau inspirieren konnte, ja, dass sie sich's wert ist. Ja, genau. Wir wollen die Frauen wirklich da empowern. Ja. Ja. Ja, was ich überhaupt vergessen habe, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe einen, das habe ich, das erste Training habe ich, da habe ich einen Bausparer herausbekommen und mit dem Bausparer habe ich das gezahlt. Die zweite Geschichte habe ich mir schenken lassen. Die dritten und der vierten habe ich schon selber gezahlt. Und so, das ist es mir doch wert. Also es gibt immer Mittel und Wege, wie man das wirklich machen kann. Wow, noch sehr wertvoll, was du sagst. Erst die Entscheidung und dann
Und das Vertrauen, dass sich die Lösung zeigen wird, dass man, dass da die Na, Lösung kommt. unbedingt, unbedingt. Also die Lösung zeigt sich Wow. immer. Ja. Wow. Wenn man sich das Beste holt und konsequent dranbleibt, dann kann man am Erfolg nicht vorbei. Also der rennt einen geradezu um. Das geht gar nicht anders. Wow, sehr, sehr stark. Ja. Danke, Martina. Ich lasse dich jetzt weiter, ja. Ja, Und weil ich habe jetzt gleich meine nächsten Kunden. Ich muss jetzt in die Praxis fahren. okay, Martina. Hat mich sehr gefreut. Und ich Mich wünsche euch Mädels, die ihr alle zuschaut, für euch das Allerallerbeste. Gönnt es euch. Ja. Alles Liebe. Baba, Martina. Ciao. Ciao.